damit hallo und herzlich willkommen bei Zec Fishing Wales. Ja, die Sonne steht hoch, der Wind geht langsam los, denn es sind viele Gewitter im Ummarsch. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe heute raus, ich bin alleine. Und was nehme ich mir heute an? Ein ganz interessantes Thema, hoffe ich für die meisten von euch, und zwar wieder nichts gelernt. Und was es damit auf sich hat, das möchte ich gerne mit euch draußen auf dem Wasser besprechen. Und deswegen verlieren wir keine Zeit. Wir starten raus und dann nehme ich euch mit auf eine interessante Session. Hoffe natürlich, dass was passiert und möchte mit euch das ein oder andere Thema besprechen, was vielleicht die meisten jetzt noch gar nicht auf dem Zettel haben. Also viel Spaß! Bevor es losgeht, eine wichtige Neuheit, und zwar Adventa und Fishing wird über Zec Fishing vertrieben. Das haben viele von euch schon mitbekommen. Und bei uns als Teamangler sind jetzt die ersten Kartons nach und nach eingetrudelt. Ich konnte schon das ein oder andere testen, aber bei weitem noch nicht alles. Das erste, was ich euch gleich sagen muss, ich finde schon mal diese Farbe stylisch, dieses mal weg von diesem normalen, tristen Angellook, immer nur in Grau, in Grün, in Schwarz. Ich finde dieses Blau sehr cool und das war aus der Not heraus. Ich habe das Paket bekommen und hatte eine absolute Mückenplage und da habe ich das nur rausgenommen und das ist eine Regenjacke und die hat sogar den riesen Vorteil gegenüber allen anderen, was ich bisher anhatte. Das ist kein Gummi, die ist atmungsaktiv und ich trage die jetzt schon ein paar Wochen. Ganz einfach dahingehend, dass sie mich beim Bootsfahren schützt, dass ich nicht auskühle, mir die Nieren verkühle. Und ich trage die halt auch gegen Mücken. Und die letzten Wochen habe ich sie auch ab und zu gebraucht, wirklich für ein, so monsunartige Regenfälle. Und finde das echt cool, weil das nicht so ein herkömmliches Material ist, wie wir das kennen. Solche Gummijacken, wo man von innen dann teilweise mehr schwitzt, wie es von außen nass wird. Und von daher, das ist schon mal meine erste Empfehlung. Also die Regenjacke finde ich schon mal top. Aber wie gesagt, da gibt es unwahrscheinlich viel, was ich auch richtig cool finde. Dazu bin ich aber noch gar nicht gekommen und das hängt ganz einfach damit zusammen, dass wir halt hochsommerliche Temperaturen hatten die letzten Wochen, deswegen habe ich noch gar nicht ausgepackt. Das sind richtige Outdoor-Klamotten, die nicht nur halten, sondern eben auch sehr stylisch sind. Und da sind wir alle wirklich gespannt, was die in der Zukunft bei uns alles mitmachen. Für all diejenigen unter euch, die Interesse haben, checkt mal unten in der Videobeschreibung den Link zum Katalog und da könnt ihr euch mal reingucken, was da alles gibt. Das alles euch vorzustellen, würde hier den Rahmen sprengen, also wirklich alles. Unterwäsche für wirklich kalte Wintertage, die dicken Wintersocken, auch eine mega geile Qualität, wie auch die ganzen Wattejacken hier, T-Shirts, Hosen, Hemden. Checkt einfach mal den Link unten ab und ich mache mich jetzt los. Das, was ich für heute Nacht brauche, habe ich dabei, damit bin ich gut gewappnet und ich starte jetzt raus. Etwas über eine Stunde bin ich jetzt unterwegs, habe mir verschiedene Sachen angeguckt, denn, ihr seht es, ich war schon einige Zeit hier, habe natürlich den Fluss in den letzten Wochen erlebt und er war so wie die letzten Monate auch wenn das wirklich kurios ist, denn heute, genau vor 2 Wochen, war er so hoch wie heute und maximal ein halbes Grad kälter. Und das ist schon außergewöhnlich, denn wir sind immer noch ca. 4 Meter über dem Normalwasserstand, hatten fallendes Wasser in der ersten Woche von ca. 1,50 Meter, knapp 2 Meter, Wassertemperatur hoch auf 22 Grad und das Mitte Juni. Und dann sind hier wieder die Schleusen aufgegangen von oben. Es war viel Sturm, viel Regen, das hat wieder den Fluss ansteigen lassen, er ist wieder trübe geworden und er ist wieder über 3 Grad runter auf 19 Grad. Ja, all diese Faktoren waren natürlich wie immer jetzt im Frühjahr oder wie dieses Frühjahr zumindest nicht der Garant dafür, dass die Fische groß fressen. Warum sollten die das auch noch tun? Wir haben jetzt fast den 4. Monat erhöhten Wasserstand, das gab es in meinem Wissen noch nie, vor allen Dingen nicht so hoch. Und dass der über so lange Zeit so viel Wasser hier durchschiebt, das ist schon außergewöhnlich. Das habe ich selber noch nicht erlebt. Es kann sein, dass es das schon mal gab, aber in der Zeit, wo ich hier fisch, kenne ich das nicht. Das ist schon mal das Erste. Und diese Wasserstände, wie gesagt, ist ja das eine. Aber was wirklich Wahnsinn ist, sind die Wassertemperaturen für
Mitte Juni. Fakt ist auf jeden Fall, die erste Woche war gut. Wir haben Fisch fangen können, wir haben dicke Fisch fangen können. Die Fische waren definitiv fertig mit Laichen. Die waren alle leer. Sie waren noch verletzt, aber sie waren leer. Das war alles erledigt. Und von daher können wir sogar hoffen, dass der Wasserstand so bleibt. Denn wenn der jetzt schnell zurückgehen würde, wäre wahrscheinlich sogar die Gefahr sehr groß, dass die Gelege austrocknen. Wo die dann genau geleicht haben bei diesem hohen Wasserstand, weiß ich nicht. Das waren erstmal wie immer diese Rahmenbedingungen. Ich habe mich heute Nacht dafür entschieden, zweimal Topwater zu fischen. Vielleicht seht ihr das. Ich habe eine Armee von Ruten dabei. Das ist natürlich Quatsch. Ich setze drei Ruten wie immer. Da fische mal ganz normal das, was die Angelkarte hergibt. Für mich heißt jetzt erstmal das Boot in Position bringen. Da will ich auch relativ nah bei einem Spot sein. Erkläre ich euch dann spätestens nochmal auf dem Blog. Aber bei diesem Video soll es ja auch mal darum gehen, wieder nichts gelernt. Das ist eigentlich so mein Aufhänger. Das möchte ich gleich mal mit euch besprechen, wenn ich das Boot in Position gebracht habe. Und dann will ich das mit euch mal durchgehen. Ja, den brauchen wir heute nicht, also den Anker. Ich mache es jetzt ganz einfach, weil sich das hier anbietet. Ich habe jetzt das Boot vorne einmal festgebunden. Und jetzt spanne ich es hinten über die Ecke nochmal und nehme den Karabiner, wo nochmal der Anker drin sitzt. Und spanne es jetzt da hinten nochmal in die Hecke rein. Weil das Ufer ist relativ weit hinten. Deswegen stelle ich mich jetzt außen vor. Man könnte dort sitzen, wenn man das wollte. Will ich aber nicht. Ich will auf dem Boot bleiben. Maximal zwei Ruten nach oben, eine nach unten. Und von daher, das passt alles für meine drei Montagen. Genau, da komme ich gut zurecht. Ich fahre jetzt mit dem Schlauchboot einmal rum, bringe den hinten in Position und dann geht's weiter. Und dann möchte ich euch mal ganz kurz mitnehmen, was ich regelmäßig habe und warum ich auch dieses Video mache und da ein paar Sachen mal erläutern möchte. Ich lese euch einfach mal ein YouTube-Kommentar vor. Moin Benny, moin Zack Fishing Wales. Grüße aus dem Emsland. Ich bin froh, dass ihr endlich wieder Videos macht in Deutschland. Gewässer. Wir bzw. als Heimatangler können oder kann mit den ganzen Po-Geschichten gar nichts anfangen. Das bringt mir in der Angelei hier zu Hause nichts. Ich brauche Tipps, wie ich hier vor Ort besser fange. Hier ist es nämlich nicht so einfach. Das ist hier wirklich ein hartes Geschäft. Solche und ähnliche Kommentare bekomme ich regelmäßig, dass ja das Angeln in Deutschland viel, viel schwieriger ist und dass hier das Angeln im Ausland, das ist ja so einfach und das bringt den Anglern nichts. Und man sieht das natürlich an den Klickzahlen. Die Videos im Ausland bringen dann Klicks, wenn große Fische da vermarktet werden. Was aber sehr schade ist, und da möchte ich gerne mal reingehen, denn mit diesen Tipps und Tricks ist es natürlich so, wer das Wasser lesen kann und das an eins der schwierigsten Gewässer, da fange ich aber später dann noch, komme ich da drauf nochmal zurück, der wird das woanders überall einsetzen können. Und mit diesen wieder nichts gelernt, möchte ich euch mal erklären, wie die meisten Angler eigentlich zu Hause vorgehen. Die haben ihre Standardbuhne, die haben ihren Standardplatz an einem See, eine Montage, mit der mal Fisch gefangen wurde, wie auch immer. Und vergessen aber sehr häufig, dass die, wenn die zehnmal draußen sind, zehnmal dasselbe machen, zehnmal entweder neunmal davon blinken, einmal fangen oder neunmal fangen, einmal blinken. Das ist dann eigentlich wurscht, aber die meisten Angler da draußen haben den riesen Nachteil, dass die denken, es gibt die eierlegende Wollmilchsau, die immer geht. Gib mir den Tipp, gib mir den Köder, gib mir das Wissen und dann läuft das immer. Und hier ist das Problem, genau hier. Und wer das nicht verstanden hat, der braucht im Prinzip überhaupt keine Angelvideos zu gucken. Denn das Problem da für mich ist immer wieder, ich sag euch wirklich die harte Praxis. Ich nehme euch, wenn ihr wollt, tausende Stunden eigene Erfahrung ab. Ob ihr das dann umsetzt oder nicht, steht wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber das Erste, was ich euch gleich sagen kann, es gibt nicht diese eine Situation, Bedingung, das, was überall geht. Und warum ist das Angeln in Deutschland schwieriger wie im Ausland für die meisten? Warum ist das wohl so? Ganz einfach, weil sie Zeit an Gewässern verbringen, wo sie weder wissen, wie ist die Bestandsdichte. Und dann das Riesenproblem, wo drüber alles geistert, ist natürlich die Gesetzeslage. Und wenn ich mich dann halt mit Videos von Frankreich zubomben lasse oder Spanien oder auch Italien, wo viel zusammengeschnitten wird, dass das cool aussieht, dann verzerrt das sehr häufig ein Bild, was gar nicht da ist. Denn ich lade jeden von euch ein, hier draußen
eine Woche zu fischen und dann könnt ihr selber mal sehen, wie einfach das ist, in Italien Fisch zu fangen. Ganz normal, wie die meisten von uns hier angeln, mit dem Boot, mit dem Beiboot, und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und das ist das, was mir wirklich wichtig ist. Ich möchte euch dazu bringen, Gewässer zu verstehen, zu lesen. Und das heißt noch lange nicht, dass wir deswegen jeden Tag fangen. Das heißt aber, dass ich in Bewegung bleibe, dass ich mir Gedanken mache, kann ich jetzt was verbessern? Was sollte ich verbessern? Warum sollte ich was verbessern? Und dann ist der Riesenvorteil an solchen Gewässern wie im europäischen Ausland, wo der lebende Köder noch geduldet ist, dass ich für euch überhaupt erst ein Vergleichsfischen machen kann. Weil das ist auch immer wieder so ein Punkt, was mich maßlos aufregt. Es werden gute Fische in Deutschland gefangen, sehr gute Fische. Ich habe Kumpels dabei, die fangen zu Hause viel besser wie hier im europäischen Ausland. Warum hört man dann selten von diesen Fischen? Weil die illegal gefangen werden. Punkt. Aus. Da wird nicht diskutiert, weil ich das weiß. Und die Leute lügen mich nicht an. Die schreiben mir nicht. Ich fange die mit einer Brasse und dabei fangen sie mit Wurm. Wenn dem so sein würde, würde ich das wissen. Das ist nun mal so. Und viele große Fische, die dann halt mal durch Social Media geistern, teilweise werden die Vorfächer gezeigt, wo der Drilling mit Einzelhaken so einen Abstand, ja, für die Taubwurmpräsentation und so weiter, ja, vorsichtig sein bei sowas, immer wirklich ganz vorsichtig sein. Die Infos, die ich habe, möchte ich behaupten, dass über 80% der gefangenen Fische in Deutschland illegal gefangen werden. Nicht alle, natürlich nicht, aber wer legal konstant bei uns draußen ist, muss einfach mehr Blanks einstecken. Und wer das nicht glaubt, der sollte sich, glaube ich, in meinen Augen dann ein anderes Hobby suchen oder sollte sich diese Blase, diese Illusion weiter hingeben. Das Angeln in Deutschland mit legalen Ködern ist halt das Problem, dass wir viel mehr arbeiten müssen, weil wir allein schon Probleme haben mit der Präsentation, allein hier in Seen und Teichen. Und deswegen ist es halt mein Anliegen, immer wieder solche Videos zu nutzen, unabhängig davon, ob ich heute Nacht einen Fisch fange oder nicht, um auch immer mal wieder auf diese Punkte aufmerksam zu machen. Versetzt euch mal in unsere Lage. Wir versuchen für euch einen bunten Mix zu machen, nicht immer wieder dasselbe. Ich versuche nicht eine Session zu begleiten, eine Woche da aufzunehmen, so lange bis ich gut dastehe vor der Kamera, dass ich jeden großen Fisch da reinschneide oder dass ich euch nur das erzähle, wo es gelaufen ist. Und dann finde ich es halt ein bisschen unfair, wenn ich dann so Kommentare bekomme, wir können damit gar nichts anfangen, ihr im Ausland und fischen mit Boot, wir haben kein Boot. In erster Linie ganz wichtig, wer das Gewässer lesen lernen will und kann, wird das früher oder später überall einsetzen können und dann schon mit einem ganz anderen Wissensstandard an das Gewässer herantreten, an dem er unterwegs ist. Und darauf kommt es an. Er, nicht ich. Das ist, wie gesagt, das Wort zum Sonntag mal ganz kurz gewesen. Ich bringe jetzt meine Montagen in Position. Wie gesagt, es werden zwei Topboarder-Montagen werden und eine U-Pose. So ist jetzt der Plan. Anfangen tue ich mit den Topboarder und dann entscheide ich eventuell, mache ich doch zwei U-Posen, wie auch immer. Aber jetzt fange ich erstmal an, die U-Posen in Position zu bringen. Okay, die ersten zwei Routen habe ich jetzt in Position gebracht. Topboarder, eine Route flussab. Und das ist auch immer wieder das, was bringen mir die Videos aus Italien, Spanien, wie auch immer, die bringen uns ja gar nichts in Deutschland. Ich weiß dann nicht, was in Deutschland anders ist. Man muss anfangen, das zu verstehen, dass wir nun mal nicht genau vorhersagen können, was die Fische machen. Sind die passiv? Sind sie heute Nacht aktiv? Wenn sie aktiv sind, was fressen sie? Wo fressen sie? Welche Uhrzeit und so weiter und so fort. Und deswegen ist es nun mal sinnvoll, große Bereiche zuzumachen. Und am Idealfall für mich ist immer ein vermuteter Standplatz und eine Route auf dem vermuteten Fressplatz, wo ich denke, dass sie dort entlang ziehen. Das ist immer ganz viel Spekulation und von daher auch hier immer wieder wichtig, wenn ich nun mal an eine Buhne gehe, an der Elbe und mache jede Woche dasselbe, werde ich nie einen großen Erfahrungsschatz sammeln können. Und deswegen ist es halt auch so wichtig. Und dann immer wieder Kleinigkeiten, das Bootsfahren, das lernt man nun mal an großen Strömen, wenn man das regelmäßig macht, am besten. Das ist Fakt. Ich weiß gar nicht, ob das dann wichtig ist, dass ich nun mal auf dem deutschen Fluss fahre, auf dem holländischen oder wo auch immer. Wenn ich das Bootsfahren beherrsche, beherrsche ich das, fertig. Und das ist in vielen Situationen erstmal die Grundvoraussetzung, um ein Verständnis dafür zu haben, wie angel ich einen Angelplatz an, kriege ich diesen Fisch, wenn ein Biss kommt, wie läuft der Fisch, komme ich da hinterher und so weiter und so fort. Und dann noch
in meinen Augen ein weiterer großer Vorteil an diesen Top-Revieren in Europa, wie jetzt den Grande Fiume aktuell, ist halt, dass ich ein großes Informationsnetzwerk nutzen kann, weil hier regelmäßig viele Angler unterwegs sind, die speziell nur auf Waller angeln. Und die angeln ja alle Vollgas. Und Vollgas heißt halt für uns lebender Köderfisch, Abspann, alles Mögliche. Das, was in Deutschland in vielerlei Hinsicht schon gar nicht möglich umsetzbar ist. Und spätestens dann, wenn man diese Informationsquelle anzapft und sieht, was dann in dieser Zeit gefangen wird, an eins der Top-Reviere in Europa, wo es ja so einfach ist, ein paar Fische zu fangen, spätestens dann wird man ein bisschen wehmütig, auch demütig, denn man sieht, dass wir gar nichts wissen. Es gibt so viele Phasen, klar gibt es Profi-Angler, die fangen jede Woche 300 Fische über 2 Meter, klar, aber wer hier draußen wirklich über viele Monate ist und sieht so viele Angler kommen und gehen, so viele Geschichten, wie auch immer, der sieht nun mal, wie schwer das ist für jedes Team, egal ob es ein Anfänger ist, ein Profi, wie auch immer, konstant am Fisch dran zu sein. Und man darf sich da nicht blenden lassen von irgendwelchen Fangmeldungen, die dann teilweise ein ganzes Camp betreffen, ein ganzes Revier, wie auch immer. Da muss man natürlich auch vorsichtig sein, aber diese Informationsquelle haben wir nun mal in Deutschland nicht. Allein schon dem geschuldet, dass die meisten Angler in diesem Verbund gar nicht untereinander sich austauschen. Und das ist halt auch so eine Quelle, die ich sehr gerne nutze und was mich immer wieder so ein bisschen auch erdet. Es gibt viele gute Phasen. Letzte Woche war eine gute Phase und die zweite Woche war wieder schlecht. Und die war nicht deshalb so schlecht, weil wir jetzt auf einmal das Angeln verlernt haben oder sonst irgendwas, sondern dass erstmal die äußeren Bedingungen katastrophal waren dafür, dass die Fische aktiv nach Nahrung suchen. Und deswegen immer wieder hier mein Riesenappell, dieses Gesamtbild mal zu betrachten und sich spätestens dann von jedem Stück Bootsfahren, wie stelle ich ein Boot, wie angle ich ein Überschwemmungsgebiet ab, wo kommt das Wasser raus, wo verwirbelt das Wasser, wo drückt es die letzten Köderfische raus, wo gehen die ersten rein, wo könnten die Waller dann stehen. Ist das in meinem Gewässer auch so? Habe ich einen Industriefluss, wo die Bedingungen anders sind, aber ich muss trotzdem mit dem Boot fahren? Was kann ich mir da adaptieren? Und so weiter und so fort. Und deswegen machen wir diese Videos an vielen verschiedenen Revieren zu vielen verschiedenen Zeiten und mit vielen verschiedenen Möglichkeiten. Eine Route ziehe ich jetzt flussab mit der Unterwasserpose. Die 3 Routen, die ich nicht brauche, stelle ich mir hier an der Seite und dann Ruhe reinkommen lassen, noch was essen, in der Hoffnung, dass ein Fisch abläuft. Wenn dem so ist, seid ihr natürlich dabei. Ja, immer wieder viel aus, das nochmal zu kontrollieren. Bei der einen Rute hatte ich jetzt schon die ganze Zeit Bauchschmerzen. Was habe ich jetzt gemacht? Nach ewigem Hin und Her, ich nehme jetzt die zweite Topwater-Rute weg. Warum? Weil wenn ich das spanne, von dem Winkel aus spanne ich es ins Flachwasser rein. Ich möchte aber außen an diesen Punkt kommen, wo es hier in diesen tieferen Zug wieder übergeht und nicht direkt in die Stauden rein, in diese Botzelberg. Und da habe ich jetzt ewig rumgemacht. Jetzt ist aber die Entscheidung gefallen, ich mache eine Oberflächenpose, nehme die Route dafür jetzt weg und lenke dann ganz kurz um und mit der Oberflächenpose gehe ich dann raus. Auch das, wie gesagt, hat mit dem Gewässer nichts zu tun. Das ist Wallerangeln. Man muss das sehen, wenn es fertig ist, wie ist der Winkel, wie kommen die Schnüre, wie kommt dann der Köder, unabhängig davon, was dann draufhängt oder nicht. Okay, ich habe jetzt die Route weggenommen, habe den Köder umgehangen. Jetzt stehe ich auf der favorisierten Kante. Für die, die das nicht kennen, der Schwimmer hier ist fest. Langes Vorfach. Und jetzt lasse ich das raus, weil das Wasser aus diesem Wald rausströmt, so rausdrückt. Und dann kann ich jetzt mit der Hilfe des Schwimmers den Köder außen präsentieren und brauche nur hier so einen Baum als Fixpunkt. Sehen wir gleich, wie das läuft. Jetzt fahre ich nur das Boot langsam rum. Jetzt muss ich gucken, ob die Strömung reicht. Strömung reicht nicht. Alles so Sachen, das sehe ich dann, wenn ich es mache.
Nein, lang nicht. Heute drüber gedrückt. Ein ganz leichtes Blei drauf. Also muss ich den Winkel verändern. Leute, das hat jetzt über 2 Stunden gedauert. Mit der bitteren Erkenntnis, so wie ich mir das vorstelle, wird es nichts. Und das liegt an dem Winkel, das liegt an der Strömung. Jetzt mit der Pose, die wird dann reingedrückt, weil die Strömung zu wenig ist. Und das ist immer wieder das, was ich meine. Ich habe dann zwar einen Plan, stell mir das so und so vor, aber es geht nicht. Ich kann es so jetzt nicht umsetzen. Und deshalb mache ich jetzt den letzten aller Pläne. Und das ist eine normale U-Post-Montage vor meiner eigenen Haustür. Und auch das sind alles so Dinger, wie jetzt mit diesem flachen Umlenken. Mit diesen Strömungen, dass ich gesehen habe beim Abspannen erst, dass mir der Winkel nicht passt. Und was heißt der Winkel? Habe ich genau in die Wiese reingespannt, weil das so sich nach innen zieht. Der Ausleger wird nach außen gedrückt, wenn keine Spannung drauf ist. Und wenn es gespannt ist, zieht es mir es in die Wiese rein. Möchte ich nicht, möchte davor an der Kante sein. So, da bin ich so ein bisschen perfektionistisch angehaucht. Und dann versuche ich das zu ändern. Erst ein Ausleger woanders hingebunden. Das hat nicht gefunzt, weil der Ast nachgegeben hat. Dann habe ich eine Oberflächenpose drauf gemacht. Das hat auch nicht gefunzt, weil die Strömung nicht reicht, um die Oberflächenpose draußen zu halten. Und drückt es dann immer wieder dran. Und jetzt die letzte Instanz ist eine Unterwasserpose auf 3,50 Meter Wassertiefe, direkt vor dem Wurzelwerk, vor den Ästen. Und auch da senke ich gleich ab und gehe mit einem ganz kurzen Winkel hinter diesen Ästen, die da sind, raus. Und das sind alles so Sachen, all dies kann man bei uns zu Hause wunderbar umsetzen. Vielleicht nicht an jedem Gewässer, ganz klar, aber es gibt so viele Möglichkeiten, allein schon Elbe, Saale, Mulde, das ist so ein bisschen, wo ich meinen Dunstkreis habe, da weiß ich, dass es eben auch sinnvoll ist, leicht die Schnur wegzubekommen, um eben weniger Dreck zu fangen, um den Winkel zu verändern und, und. Jetzt gefällt mir das. Jetzt habe ich eine Topboarder über 4,40 Meter, um genau zu sein. Die ist fest und 2 Unterwasserposen, 3,80 Meter und 3,40 Meter ist es, um genau zu sein. Damit bin ich zufrieden. Die Sonne verschwindet langsam und jetzt will ich endlich mal Ruhe reinkommen lassen, räume noch auf und hoffe, dass ein Fisch kommt. Ja, guten Morgen. Kein Zielfisch. Ganze Nacht ist ruhig gewesen. Den haben wir jetzt mal eingehakt hier, den Kollegen. Oder er sich selber, besser gesagt. Ja, die Katzenwelt-Inversion. Der Wahnsinn. Wollt sie die Köderforelle holen. Tja. Ja, so ähnlich wie in der Schule. Ziel verfehlt. Katzewels, nicht unser Zielfisch, aber tja, die meisten von euch, die hier schon unterwegs waren, werden es kennen. Das ist echt eine Plage geworden. Gerade wenn das Wasser über 16 Grad geht, kann man mittlerweile fast an jedem Platz jede Nacht mit irgendeiner Aktion von so einem Katzewels rechnen. Sehr oft bleiben sie nicht hängen, beißen die Köder kaputt. Muss man auch dazu sagen, der hat sich jetzt selber gehakt am Schwanz, die schlagen da drauf oder was auch immer. Und der hing halt. Mit den Circle Hooks ist mir aufgefallen, fange ich sie viel weniger wie mit einem normalen Haken. Ja, es dämmert. Die Rute werde ich nicht nachsetzen. 2 habe ich noch in drin. Eine Topboarder, eine U-Pose. Mal schauen, vielleicht habe ich noch ein bisschen Glück an der Hand, dass es ein normaler Wels noch den Köder nimmt. Ansonsten, tja. Schauen wir mal. Bisher extrem ruhig, kein Futterfisch, kein Wels gehört, nichts. Der Fluss ist wie tot, nach wie vor. Tja, auch das gehört leider dazu. Gut, schauen wir mal.
Dann bis später. Zielfisch, auch wenn er nicht viel größer wie der Katzenwelt ist. Ja, Zielfisch und immer wieder, also ich bin nach wie vor begeistert mit diesen Circle Hooks. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht habt ihr das jetzt schon das ein oder andere Mal gesehen, ich nehme die nur raus und auch mit diesem Stein funktioniert das wunderbar. Wirklich toll. Also Fehlbisse, ganz selten, ja, gibt's natürlich. Aber ich denke, das sind dann auch hauptsächlich diese Katzenwälze. Und da haben wir einen. Schönen guten Morgen. Ja, auf die U-Pose, wo ich gestern Abend so lange rumgedoktert habe, war es im Endeffekt doch die richtige Entscheidung, die wieder wegzunehmen. Topboarder geangelt, Blei weg, neu angebunden, weggenommen und dann in letzter Instanz dafür die U-Pose gesetzt. Und da kam hier der kleine Frechdachs. Ja, was will man sagen? Bin soweit zufrieden. Zwei Aktionen erstmal, zwei Fisch bei drei Ruten. Kann schlechter laufen, egal wo. Ich werde die Ruten jetzt nicht nochmal nachsetzen, ihr seht, es dämmert. Wenn man an guten Revieren unterwegs ist, egal ob jetzt Frankreich, Spanien, aber auch in Deutschland, hat man eben sehr häufig auch mal mehrere Aktionen. Und das sind alles so Sachen, was ich dann nicht verstehe, wenn mir dann jemand schreibt, er kann das nicht gebrauchen, wenn es nur von Italien geht oder so. Diese Farbengeschichte und so, das ist ja immer wieder das, was ich meine, dass ich dann Routen umsetze, dass ich das probiere und so weiter und so fort. Um probieren und auszuloten, sollte ich natürlich dort machen, wo ich regelmäßig Aktion bekomme. Wenn ich an so einem Hardcore-Pool sitze, wo ich vielleicht bei 20 Ansätzen einen Biss bekomme, da brauche ich nicht viel zu experimentieren, weil ich nie weiß, ob es daran überhaupt gelegen hat. Aber wie hier oder wie in Spanien, Frankreich, wie auch immer, wo ich auch mal mehrere Anbisse hintereinander haben kann, da lohnt sich das dann auch mal zu wechseln, verschiedene Farben, verschiedene Größen und so weiter. Denn dann kommt was ganz Wichtiges ins Spiel, was auch viele nicht verstehen, Vertrauen. Vertrauen in das, was ich mache, in die Farben, in die Montagen, wie auch immer. Wenn ihr neu anfangt und sucht euch für den Neuanfang Gewässer raus mit irgendwelchen Geschichten, da waren vor 20 Jahren schon Baller besetzt worden, die müssten und der Klaus, der hat einen drauf gehabt, den konnte er nicht halten und bis weiß ich und wir fangen so viele kleine beim Aalangeln, da müssen große da sein. Ganz wichtig immer wieder, weil ich so regelmäßig diese Geschichten bekomme über Instagram, Facebook, wie auch immer, haltet euch vor Augen, wenn Baller relativ frisch in den Gewässern sind. Und die Bestandspyramide ist noch nicht aufgebaut. Heißt das, wenn ihr ganz viele so 20 bis 40 Zentimeter Wälze fangt beim Grundangeln oder die einheimischen Angler, wie auch immer, heißt das nicht, dass das voll ist mit großen Elterntieren. Warum? Weil der Waller bereits ab dem dritten Lebensjahr geschlechtsreif ist und das kann halt bedeuten, dass die Elterntiere gerade mal einen Meter groß sind. 1,10 Meter, 1,20 Meter, so wie der jetzt. Die haben keine Konkurrenz. Wie hier so einer, wie wir gerade jetzt im Boot hatten, der hat hier ganz schlechte Karten, wenn der auf diese Laichgebiete geht, wo die großen Fische sind. Denn ein 2,40 Fisch oder so kann für den eine echte Bedrohung sein. Und das merkt man dann immer wieder ganz schön, dass eben diese Alterspyramide auch dafür sorgt, dass dieser Bestand eben nicht mehr explodiert. Am Anfang ja, dann tut er das. Auch dahingehend, weil so ein Wels bis zu 500.000 Eier produzieren kann pro Kilogramm Gewicht.
Und so ein Fisch, der dann 3-4 Jahre alt ist, der hat dann so 4-5 Kilo. Und da kann sich jeder von euch ausrechnen, wenn da mal 5 reingekommen sind, wie schnell so ein Bestand explodieren kann, selbst wenn da nur 2 laichfähige Fische drin sind. Gerade in so kleinen Gewässern, die keinen Austausch haben von außen, sprich keine Flüsse, Kanäle, wie auch immer, da merkt man das sehr, sehr schnell. Gut, ich hole mir noch eine Stunde Schlaf und dann gibt's Kaffee. Ja, der Kaffee läuft und es ist jetzt gerade mal kurz nach 8 und die Sonne hat schon richtig Kraft. Also wir kommen definitiv jetzt in die Hochsommerphase. Ist jetzt nichts mehr passiert, hat mich jetzt auch nicht wirklich verwundert. Der Fisch, der, also die 2, muss man ja sagen, den Katzenwelt sehen wir jetzt mal dazu, die 2 Aktionen, kam beide auf U-Pose. Das ist schon wieder für mich die Erkenntnis, dass ich die Nacht, also jetzt kommende Nacht, nur noch mit U-Pose angeln werde, weil ich auch in der vergangenen Woche keinen Fisch auf Topwater gefangen habe. Ich hatte einen an Anfang der Woche, einen sehr großen Fisch, aber den haben wir nicht gekriegt. Da ist mir der Anker abgebrochen, wo ich ihn retten wollte. Der ist mir nämlich durch einen Baum durch. Den konnte man auch nicht wirklich führen. Ja, das war der einzigste Biss auf Topwater. Und jetzt auch die Nacht hat das wieder bestätigt. Topwater geht zurzeit nicht. Wasser geht langsam zurück. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und dann machen wir als erstes den Tackle-Check. Ich habe dabei die Brocat in Short and Soft, 2,80 Länge, HL20 überall drauf, die Halkline 0,55, Snake Leader. Vorfächer gibt es ein reines Victor Toy für die, die das interessiert, mit den Circle Hooks. Da gerne nochmal reinschauen. Eine Liga habe ich dabei, die Probels habe ich dabei, einen Unterfangcatcher habe ich dabei, das Tasker Schlauchboot zum Auslegen habe ich dabei in 3,20 Meter, motorisiert mit 9,8 PS. Dann habe ich die Bootsorganizer Bags, einmal für die Plane, Handschuhe, Maßband und dann nochmal als Bootsorganizer für alle möglichen Kleinteile wie Gummis, Reißleine, Wirbel und so weiter. Das war der ganze Tackle-Check. Falls ihr Sachen braucht, unten in der Videobeschreibung gibt es die Links zu den einzelnen Produkten und mein Kaffeewasser ist fertig. Dann gieße ich mir einen Kaffee auf und male euch den Platz, wo wir jetzt die vergangene Nacht gefischt haben, nochmal auf und erkläre euch das. Ja, so sieht der Platz aus. Das ist eigentlich ein Kanal, ein reiner Kanal, nur gerade ist ein Überschwemmungsgebiet. Das ist eine Insel. Kleine Besonderheit hier, da ist wie so ein kleiner Graben reingefräst und hier stehen ganz viele Bäume. Und direkt, wo das rausläuft von diesen Bäumen, das hat jetzt so aktuell einen Meter, noch aktuell so, und trifft dann hier bis auf fast 6 Meter hier außen. Und das wird halt beruhigt durch diesen Wald. Das dreht dann alles so rein. Sieht richtig cool aus. Da habe ich eine Topwater hingespannt. Das war das Riesenproblem mit der anderen. Die wollte ich ursprünglich hier hin machen. Aber vom Winkel her, wo ich es dann gespannt habe, habe ich gesehen, dass das nicht passt, weil ich es in das Flachwasser gezogen habe. Und ich wollte aber den Köder gerne außen haben. Dann hatte ich gedacht, ich mache das mit der Oberflächenpose. Nur umlenken, weil die Strömung hier so rausgelaufen ist. Hat aber auch nicht funktioniert. Ja, dann habe ich das weggenommen und habe dann quasi, das Boot habe ich nur hier in die Bäume gehangen, ganz einfach, einmal vorne, einmal hinten. Und habe dann eine U-Pose langgezogen, weil dann hier so langsam die Strömung rüberkommt. Und hier drüben feuert es richtig lang. Also das hat 6 km/h, weil das halt so ein Kanal ist, relativ schmal. Was hat das? Vielleicht 100 Meter. Und dann ist es hier drüben beruhigt. Also hier läuft es ganz langsam am Ufer. Und da habe ich eine Rute, weil es direkt am Ufer, ja, 3,5 Meter tief ist, eine hingelegt. Ja, da hat sich der Katzenwels aufgehangen. Und auf der kürzeren Rute, die ich dann quasi hier fischen wollte, die habe ich dann hier hingelegt mit einer Unterwasserpose in Schwarz. Und da kam dann der Fisch heute Morgen. Ja, ich hoffe, ihr konntet mit der Skizze was anfangen. Ich werde jetzt die letzte Rute reinholen. Jetzt gehen wir kurz vor, ja, 9:30 sowas. Werde in Ruhe einpacken, fahre dann ins Camp. Heute Abend werde ich definitiv nur mit U-Posen fischen. Das ist für mich jetzt die Erkenntnis der letzten Nacht. Und ich hoffe natürlich, dass dieses Thema, auch wenn es jetzt vielleicht nicht rein angelspezifisch ist, aber für den einen oder anderen wertvoll war, dass man sich eben doch
viel mehr über den Tellerrand hinausschaut und das dann adoptiert für seine Fischerei zu Hause, an sein Gewässer, wie auch immer. Es gibt ganz viele Sachen, die ich zum Beispiel hier von Spanien auch gut umsetzen kann, die eigentlich in Spanien, ja, ich kennengelernt habe, zum Beispiel dieses feste Angeln, vielleicht nicht das Festbojenangeln, das vielleicht nicht, aber dieses feste Angeln mit Karabiner, wie muss ich das machen, welche Feinheiten gibt es da zu beachten, das habe ich in Spanien gelernt und nicht hier. Und genauso wünsche ich mir, dass dieses Thema, wieder nichts gelernt, euch ein bisschen dazu animiert, das, was ihr seht, für eure Gewässer zu adaptieren und immer, immer so ein bisschen so kleine Stellschrauben anfangen zu verfeinern und dann so mehr und mehr das Gewässer knackt und vor allen Dingen daran arbeitet, wenn es nichts wird. Ich packe jetzt hier ein. Ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann in eins der kommenden Zackfishing Wells Videos wieder. Bis dahin sage ich euch alles Gute und Petri am Wasser, euer Benni. Ciao.